Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, keiner von uns will schmutzige, unhygienische Schulen und keiner von uns will Zustände wie in Friedrichshain-Kreuzberg. Das haben wir heute ja schon an anderer Stelle deutlich gemacht. Schulen müssen im Hinblick auf Sauberkeit Vorzeigeorte sein und deshalb ist es ein Riesenproblem, wenn Reinigungsfirmen die vereinbarte Leistung nicht erbringen, die Schule schmutzig bleibt und im schlimmsten Fall Eltern einspringen müssen. Die Sauberkeit der Schule zu erhalten, muss ein gemeinsames Ziel sein, dem sich der Bezirk als Schulträger, die Reinigungsfirmen und die Schüler- und Lehrerschaft verpflichtet fühlen. Hier müssen also viele Rädchen ineinander greifen. Die Nutzer der Schule müssen sich verantwortlich verhalten, die Reinigungsfirmen müssen ihre Aufgabe erfüllen und es müssen Kontrollen dieser Leistungserbringung stattfinden und Sanktionen, falls diese nicht erbracht wird. In der vom Senat unterstützten und übrigens auch weiter tagenden Arbeitsgruppe Reinigungsarbeiten werden alle diese Themen bearbeitet. Auch die wichtigen Themen Überarbeitung der DIN-Norm oder des Masterhygieneplans und auch das von den Grünen aufgegriffene Thema Musterausschreibung spielt dort eine Rolle. Was ich aus dieser Arbeitsgruppe höre, ist, dass die Bezirke die Frage der Schulreinigung durchaus unterschiedlich angehen. Die allermeisten, wie mir scheint, übrigens auch erfolgreich. Sodass ich denke, dass vorerst eine noch bessere Abstimmung zwischen den Bezirken über Best-Practice-Beispiele unter Anleitung und mit Hilfestellung des Senats das Gebot der Stunde ist, um das in manchen Teilen der Stadt vorherrschende Schulreinigungsproblem unter Kontrolle zu bekommen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Ranninger? Ich habe noch einen Satz. Abgesehen davon setze ich ganz viel Hoffnung auf die 200 Schulhausmeisterassistenten, die wir aufgrund unserer Initiative aus dem Jahr 2012 hoffentlich ganz bald an die Schulen bringen werden und die sicher dabei helfen werden, die Schulen nicht nur sicherer zu machen, sondern auch die Reinigungsfirmen besser zu beaufsichtigen. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Frau Bentele. Nur weil ja offensichtlich Unsicherheit über die Frage besteht, ob die AG aufgelöst ist oder nicht. Glauben Sie, dass, würden Sie sagen, dass wenn in laufender Sitzung die Namensschilder der Teilnehmer einer Sitzung eingesammelt werden, Ihnen gesagt wird, Sie könnten sich gerne weiter treffen, aber der Sitzungsleiter dürfe nicht weiter einladen, Sie könnten gerne unter sich selbst weiter beraten. Glauben Sie, dass in so einer Situation die Interpretation der Teilnehmer eine Überinterpretation darstellt, dass das eine Auflösung einer AG ist? Ich kann mich nur auf das Schreiben von Herrn Staatssekretär Staatssekretär Rackles beziehen und eben auch auf die letzte Ausschusssitzung, wo eben auch die Senatorin bestätigt hat, dass diese AG weiter tagt und in dem Schreiben auch genau gesagt hat, welches die Rolle des Senats sein kann, dass er weiter unterstützt und eben auch die Erstellung einer Musterausschreibung durchaus für sinnvoll erhält. Insofern geht es weiter, die AG-Reinigungsarbeiten geht weiter. Über die Zusammensetzung kann ich jetzt im Detail nichts sagen, aber das wurde eben auch schon mehrfach deutlich gemacht.